Kinder und Hunde ziehen sich oft magisch an. Sie können schöne und wertvolle Zeiten miteinander haben und voneinander profitieren. Hunde können die Entwicklung von Kindern ungemein positiv beeinflussen. Die Erzieherin und Hundeerziehungsberaterin Manuela van Schewick ist selber Mutter von 4 erwachsenen Kindern und arbeitet seit 1975 mit Kindern und Hunden. Sie hat bereits mehrere Bücher sowie etliche Fachartikel zum Thema veröffentlicht. Halt ihm die mal hin. Sag mal, Oskar. Ja, super machst du das. An vieles muss man sich erst gewöhnen. Die Bedürfnisse des Kindes in das Denken mit einbeziehen und alle müssen zu einem gemeinsamen Rhythmus finden. Das gilt auch für den Hund. Lilly wartet an der Schwelle zum Kinderzimmer. Erst nach Marias Aufforderung betritt die Hündin das Kinderzimmer und legt sich dazu. Je aktiver das Baby wird, umso mehr wächst auch sein Interesse an der Umwelt. Und zu der Umwelt gehört eben auch der Hund. Lilly liegt hier neben uns und es gibt viele normale Alltagssituationen, in denen Kind und Hund relativ dicht beieinander sind. So ist es richtig. Paul liegt gesichert in seiner Wiege und Maria verlässt gemeinsam mit Lilly den Raum. Ein Krabbelkind ist schneller als man denkt. Vorsicht! Ein grobmotorisches Anfassen kann dem Hund unbeabsichtigt wehtun. Und es ist im Moment wichtig, dass er lernt, wie man dem Hund begegnet und dass man eben sehr vorsichtig ist, dass man ihn vorsichtig streichelt. Eine Situation wie diese muss unbedingt vermieden werden. Jede Beute wird im Zweifel verteidigt. Achtung, Paul krabbelt in Richtung Kennel. Ist der Hund in der Box, besteht die Gefahr, dass ihr Krabbelkind seine Händchen durch das Gitter steckt. Der Hund könnte sich bedroht fühlen oder auf die Idee kommen, eventuelle Beute zu verteidigen. Migo spielt mit Tochter Greta im Sandkasten. Er integriert seine Hündin Juma, indem er sie zwischendurch ein Spielzeug apportieren lässt. Die gemeinsame Aktivität intensiviert das Gefühl der Rudelzusammengehörigkeit. Auch das ist eine völlig normale Alltagssituation. Alle sitzen am Tisch und essen und die Hunde dürfen einfach dabei sein. Bei Hunden, die eine gewisse Bereitschaft zeigen, Essen zu bewachen und zu verteidigen und auch vor dem Essen der Menschen diesbezüglich nicht Halt machen, würde ich so eine Situation im Alltag nicht dulden. Katharina hat Besuch von der gleichaltrigen Greta. Kommen fremde Kinder zu Besuch, ist doppelte Vorsicht geboten. In einer Welt, in der sich die Menschen immer weiter von der Natur entfernen, in der überzogenes Sicherheitsdenken die Natürlichkeit unserer Kinder hemmt, ist es für viele Eltern schwierig, sich auf das Abenteuer Hund einzulassen.